a well-known fact that Vienna has a small but mighty and mighty busy electronic scene. Along with other venues, this scene regularly congregates in the Flex, one of the most famous and popular clubs in the Austrian capital. The Flex is situated in a former metro train garage adjacent to the Danube Channel. On Tuesdays, a rather unusual party day, the house tends to go electronically crazy, also the name of the night. Also das Flex gibt es hier am Donaukanal seit 1995. Das Flex hat natürlich ist kein, würde ich sagen, schicker Club. Es ist wirklich Underground, es ist Beton, aber ich glaube, hier erlebt man Musik pur. Eine Türpolitik oder irgendwelche anderen Dresscodes oder so gibt es im Flex nicht. Elektronische Musik ist beheimatet hauptsächlich dienstags und zwei bis dreimal im Monat an Samstagen. Das Publikum an den elektronischen Tagen kann man sich in etwa so vorstellen, das ist also eine bunte Mischung aus, sag ich einmal, Elektronik-Nerds. Die Wiener DJ-Szene ist hier immer sehr stark vertreten, bis hin zu Studenten und dann natürlich auch ein paar klassischen Feierern. Auch wenn die Wiener jetzt nicht so die großen Schreier sind, wie in anderen Städten, so ist es doch immer eine sehr gute Stimmung. Man kann jetzt wirklich ganz, ganz lang die Liste jener DJs und Künstler und Artists aufzählen, die hier schon gespielt haben. Ich glaube, da ist jeder dabei, den man kennt, also von DJ Hell über Miss Kittin, Alan Alien, Sven Veit, Richie Horton, Ricardo Villalobos, Jeff Mills, Trente Möller, James Holland. Also es ist wirklich, kann man sagen, und die Liste ist unendlich weiterzuführen. Residenz gibt es natürlich auch. Electric Indigo macht einen fixen Abend im Monat, der läuft also sehr gut. Das nennt sich dann Indigo Inc. Dann gibt es natürlich noch einige andere jüngere Wiener DJs wie Ken Hayakaba oder Fauna, die sich also hier mittlerweile als Residenz bewährt haben. Es gibt aber natürlich auch immer wieder neue Leute, die zu entdecken sind, und da wird dann schon immer wieder mal der eine oder andere zum Zug kommen. Also nur Big Names, das wäre fad, das wird es auch nicht bringen. Man braucht auch einen Stamm von Wiener DJs und guten Residenz, und ich glaube, das Niveau ist relativ hoch hier. Das Flex hat ja immer ein bisschen den Ruf gehabt, dadurch, dass es eben ein improvisierter Club ist, wo auch schon sehr viele wirklich technikbegeisterte Leute mitgearbeitet haben, dass der Sound eben ganz was Besonderes ist. Das liegt daran, dass man die Bassmembrane in den Boden eingebaut hat, und die Anlage natürlich, wie sie jetzt da ist, wurde sie schon erweitert, aber sie zählt laut vielen Meinungen zu den besseren Anlagen dieses Planeten. We'll be right back.
wir haben natürlich ein sehr großes Lichtsystem auch und immer wieder Visualisten eingeladen. Das wäre ja auch in dieser Halle sonst nicht sexy, glaube ich, ohne Visuals. Die neuen Toiletten, die jetzt also hier, glaube ich, auch was ganz Spezielles sind. Man hat also hier wirklich, alles ist also relativ stahlig und man hat im Boden die Flyer aus unserer Geschichte sozusagen eingearbeitet und die ganzen Wände, also sei es jetzt bei Damen und bei Herren, bestehen aus Süßigkeiten, die hinter dicken Kunststoffscheiben sind. Ja.